Vielleicht dann einfach nur noch die Primärdaten sammeln und auf ein Häufchen, und dass ich doch schon eine, was ich vorher gemacht habe und habe bearbeiten können, dass ich es einfach habe. Da einfach die Primärdaten, also für mich sind das die Primärdaten in der teilnehmenden Beobachtung. Gehören die zu den Primärdaten dieser meiner Umgebung? Dass ich die habe, aber es geht mir jetzt darum, dass ich die Veranstaltungen für Sommer, hoffe ich, ermöglichen kann. Und wenn ich jetzt zurückblicke, das ist schon jetzt eine Marke, eine Wegmarke, wenn Sie zurückschauen, wenn Sie sich die Mühe nehmen, bei mir in die Registratur, in die Archivistik eigentlich, also in die Resultate meiner archivistischen Bemühungen, die dann im Buch vor allem sichtbar sind, dort hineinzuschauen, dann sehen Sie, dass ich gerade im Bereich der Genderforschung auch gegen den Strom, gegen Aussagen, die auch in der NZZ gekommen sind, wir uns in den Haaren gelegen sind, ich einen Aufsatz, einen Artikel 2 sogar über Gender, alles schön durch in Tabellenform durchgegangen bin und meine Meinung dazu gesagt habe, oder? Die hat man dann versucht, mich daran zu hindern, das zu publizieren, weil das man nicht einen ganzen Artikel verwenden dürfe, aber für Forschung eben schon, oder? Das, ich denke schon, ja. Ganz andere Meinung dort vertreten, oder der Mann pathologisiert, oder der schlimme Mann und so, oder? Und da bin ich dann schon wie mein Vater, oder? Mein Vater hatte den Ruf, dass er gegen seinen Chef sich nicht hat herunterkriegen lassen, wenn es um die Wissenschaft ging. Die hat er über das Soziale gestellt. Nicht umsonst hieß er auch das historische Gewissen. Das ist heilig, oder? Geschichtsfälschung ist etwas vom Schlimmeren, oder? Und da hat er auch auf sich genommen, er hat sich tatsächlich durchgesetzt gegen den Stadtpräsidenten, der sein direkter Vorgesetzter war, oder? Und hat nicht zugelassen, dass Leute, die nicht das Format haben, wissenschaftlich zu publizieren, in die Reihe der wissenschaftlichen Publikationen aufgenommen wurden. Es ist ein Verdienst. Und der Stadtpräsident hat ihn damit gelassen. Es gehörte zu seinem Ruf, und es ist nicht ganz einfach, muss ich Ihnen schon auch sagen. Ich selber habe diese Spannung auch immer wieder gehabt und bin froh, denjenigen, die auch diese Spannung mit mir ausgehalten haben, mich nicht verurteilt haben, weil ich da in eine andere Meinung hatte, oder? Man möchte gerne auch zusammen sein,
Man macht so wichtige Dinge auch zusammen und dann irgendwo klafft es dann so in wichtigen Dingen auseinander auch. Ist manchmal nicht so einfach, oder? Und dann ist es eben auch schön, wenn man solche Spannungen hat, dass man dann auch sich wieder versöhnen kann und vielleicht doch mit einem schönen Geschenk dem anderen eine Freude machen und dann auch wieder wie eine Kette oder auch so wieder ein Ganzes werden, oder? Vielleicht kein schöneres Schlusswort, das mir kommen kann. Viel Glück!